Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir stehen hier im Regen. Ja, und haben ja den Bones hier angeheuert. Er ist jetzt Mitglied unserer Crew. Ja, wir werden versuchen, seinen Geist wieder mit ihm zu vereinen, also Geist und Körper, ne? Das Ganze ist halt nicht sonderlich einfach und ich hoffe, wir kriegen das hin. Gut. Achso, warte, mit dir haben wir noch gar nicht gequatscht, ne? Ich habe mit Koraka gesprochen. So. Ich habe mit Koraka gesprochen. Er wird keine Piraten mehr jagen. Die Plünderer bei den Ahnengräbern sind tot. Dafür danke ich dir, Hoshi. Du bist ein guter Mensch. Hier, nimm das für deine Mühen. Dankeschön. So. Yala, yala. Ja, ja, schon gut. Yala. Verstehst? So. Gut, was nun? Einmal im Kreis gelaufen. Okay, Quest. So, Logbuch. Nachricht aus der anderen Welt der Lebenden. Das heißt, wir müssen wieder weg, ne? Die Insel der Toten wieder, ne? Ja, okay. Dann porten wir uns zum Schiff. Yep. Ich bin ein Trottel, wir hätten gleich von da... Diesen Mist kann Hanok ja, schon okay, mal. Ich bin blöd. Jetzt wird's langsam spannend. Ich bin doof. Naja, was soll's, ich hätte da viel Zeit sparen können. Ich habe vergessen, dass man das so nutzen kann. Ja. Schönes Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Dein Gemecker geht mir langsam auf die Nerven. Wir schaffen das schon. Boah. Das ist nicht erwischt, Jo. Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht, dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Wenn nicht, werden wir es bald erfahren. Darüber reden wir noch. Später. Hi. Mein Gott, das ist ein Optimist. Jo, unser kleiner Diebesmanschkerl und Eldrick. Schau mal, was wir da haben. Hier hast du die Gargoyle-Eier von Marakai. Ich habe es doch gewusst. Die Biester sind berechenbar. Sagte ich dir das nicht? Ja, ich denke, sowas in der Art hast du mir gesagt. Das hast du gut gemacht. Du bist ein wahrer Held. Kammerjäger ist wohl passender. Und die Gargoyles sind weg. Die Gargoyles von Marakai sind Geschichte. Mhm. Sehr gut. Das lässt mich wieder ruhiger schlafen. Die Bucht von Marakai ist sauber. Die Bucht von Marakai ist sauber. Ja, das hast du gut gemacht, mein Freund. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Okay, was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. Ich glaube, es fehlt nur noch eine. Aber wo könnte die sein? Ich denke mal, wenn es dann zum Wassertempel oder so gehen würde, vielleicht. Chani, alles okay? Okay, komm mit. Mehr ist nicht. Wir gehen einmal pennen. Das ist einmal ganz wichtig. Ich Pfosten. Entschuldigung, das ist schon so dunkel, ne? Also bis zum nächsten Morgen. So, das ist mal ganz wichtig. Dann, bevor wir zur Insel der Toten segeln, machen wir einen kurzen Abstecher. Wo haben wir denn erst möglichst eine Möglichkeit zu schmieden? Ja, gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Neuer Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Mhm. Hi, Captain. Und zwar, wir können, ja, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können nach Antigua, wir können nach Dakarigua. Puff. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ja, was machen wir denn? Ist eigentlich eh wurscht. Haben wir was Bestimmtes noch vorgehabt hier? Ich glaube nicht, oder? Segeln wir dahin. Passt schon. So, auf geht's, meine Herren und meine Damen. So.
Dann gehen wir ganz schnell einmal unser Sturmwind schmieden, dann ist die Quest auch weg. Dann segeln wir frisch fröhlich zur Insel der Toten, machen das mit dem zweiten Ich, dann ist das auch bald erledigt, hoffe ich. Die Schätze, ja, ist so eine Sache. Ich hoffe, die finden wir. Und dann... ja. Werden wir sehen, was noch übrig ist. Und dann ist halt noch mein Sorgenkind Garcia. Jo. Passt. Der gute William wird uns ja wohl hoffentlich an seine Schmiede lassen, ganz kurz. Servus Scarlett. Ja, ja, leg nur rum, weiß wie der Laden tut. Ja, ja, mach nur. So. La, da, 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 da. Hallöchen, Wilson. Ah, William habe ich gesagt, gell? Entschuldigung, Wilson heißt er. Na komm, Quatsch. Sprechen. Hallo? Dann halt nicht. Jetzt nicht. Jetzt. Ich bin beschäftigt. Ich will aber da Schmiede und so. Ah, geht so auch. Passt. Schwertklinge. Sturmwind. Ja, sehr gut. Seelenrufer haben aber nur ein Dingens, ne? Dass es zweimal Seelenrufer gibt, ne? Blankenbrecher. Rapier, Degen. Der Rapier ist auch nicht so schlecht eigentlich, ne, wenn man bedenkt. Boah, das war laut. Schön. So, dann schauen wir uns doch mal das gute Stück an, oder? Da. Rechte Hand. Und Sturmwind. Wie schaut man aus? Boah, wow, die ist hübsch, oder? Die ist jetzt nicht stark, aber die ist hübsch. So, dann nehmen wir wieder unseren Wellendänzer. Hiebwaffe. Sind Hiebwaffen jetzt Schwerter, oder? Na, es ist Säbel. Okay. Achso, na, das gefällt alles unter einem, ne? Ja, ja, das fällt alles unter einem. Wurscht, ob es jetzt ein Schwert ist, oder was? Oder wie? Ach, ist ja wurscht. Ist ja egal. So, passt. Richtig ausgerüstet, glaube ich. Fein. Dann zurück zum Schiff. Halt, da lang. La, da, 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 da. Also wieder eine Quest weniger. So, dann zur Insel der Toten. Du sagst es. Ja, danke. So, ja. Da bin ich gespannt, ob wir Bones wieder zusammenkriegen. Ich hoffe. Patty, bitte neuer Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Mhm. Und zwar die Insel der Toten, bitte, ja? Ba, 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 ba. Und da flackert das Licht. Ja, sehr gut. Oh je. Baum, baum, baum. Bam, bam. Bam, bam. Ja. Die Insel der Toten. Die schaut immer so einladend aus, ne? Schipper, 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 schipper. Ratatatam. Aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass Bones ein Kumpel von uns wird. Ehrlich nicht. Tempel der Diebe. Altar des Übergangs. Muss ich nicht zum Altar des Übergangs? Der muss ja ins Totenreich, oder? Schon, oder? Ich wechsle mal die Seite. Tap, 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 tap. Dann werden wir gleich sehen, ob es richtig ist. Aber logisch wär's.
Legen wir uns mal hin. Gute Nacht. Rips. Oi, oi, oi. Oh. Ah, meine Knochen. Was? Schon wieder aufstehen? Na, na dann. Ah, ja. Oh, ich fühle mich so leicht. Wie ein Geist. Uha. Boah, das ist aber schon sehr hell. So, also ich kann mich eigentlich porten, ne? Ich Schlaufuchs. Das müsste dann hier sein. So. Dann musste man... Boah, ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Boah, ist das hell. Ah, warte. Ich kenne mich aus, wo wir ungefähr sind. War der nicht hier irgendwo? Ja, da ist er ja. Hallöchen. Du bist Bones, richtig? Du bist Bones, richtig? Zumindest der gestorbene Teil von ihm. Von dir, meine ich. Was rede ich denn da? Bones? Ja, ja. Das ist er. Das ist unser Name. Aber woher weißt du das, Lebender? Ja, ich habe deinen Bruder getroffen. Ich habe deinen Bruder getroffen. Bruder? Wir haben keinen Bruder. Nein, er ist vielmehr dein zweites Ich in der Welt der Lebenden. Wir sind verwirrt. Ja, genau, wie dein Zwilling, der ist auch nicht ganz dicht. Boah, das macht nichts, wir kriegen dich schon wieder hin. Es ist voll. Nehmen wir das obere, ne? Sei mal billfrech. Ja, genau wie dein Zwilling. Du bist auch nicht ganz dicht. Wir glauben dir kein Wort. Nun fort mit dir, du Ungetüm. Ja, ja, bleib locker. Bones sagte mir schon, dass du eine harte Nuss bist. Höllenfeuer und Donnersturm sollen dich verzehren! Pass auf, was du sagst, sonst hole ich den Klabautermann. Reg dich ab, du Spinner, ich will dir doch nur helfen. Erinnere dich, der weiße Schal ist dein Wegweiser. Jo. Erinnere dich, der weiße Schal ist dein Wegweiser. Ich verstehe, was du sagst. Das ist ja schön. Ich erkenne jetzt den Weg. Ich sehe es ganz deutlich. Mhm. Ein Pfad in die Welt der Lebenden. Jetzt hast du es kapiert. Ja, es ist wunderbar, das Leben hat mich wieder. Warte mal, bevor du dich verflüchtigst. Du kannst mir hier vielleicht helfen. Der Weg ist nicht mehr weit. Keine Zeit mehr. Schade. Na gut, dann geh mal rüber zu deinem Bruder. Leb wohl. Ich sehe dich auf der anderen Seite, mein Freund. Wusch. Ja, gern geschehen. Und wir verpissen uns auch wieder ins Reich der Lebenden. So. Lalala. So einfach kann's gehen. Boah, ich hab echt einen Lauf. Boah, wie schön. Diese Aufnahmesession diesmal ist toll. Das haut richtig super hin. Tap, tap, tap. So. Und wieder zu den Lebenden, bitte. Ja, ja, ja. Und ein kurzes Schläfchen. Oh. Was? Ist schon soweit? Oh, Schande. Naja. Tja. Fisch. Wären wir soweit. Dann können wir zum Schäfelein zurückkehren. So. Bin so doof. Diesen Button hätte ich so oft nutzen können. Ich bin so blöd. Echt. Na, wirklich wahr. So, Herr Bones. Wie geht's dir eigentlich? Der Wall schaut doch noch nicht beschädigt aus. Geistig. Ich spüre, dieser Ort ist etwas Besonderes. Ich würde nur zu gerne diese Insel betreten. Klar, und dann bin ich dich los. Nein, du bleibst schön, wo du bist. Ja, und jetzt? Das zweite Ich. Ja. Ach so, dahin?
Echt jetzt? Probieren wir es halt mal. Achso, warte. Ich muss zuerst... Entschuldigung. Wir müssen zuerst zur Insel der Diebe. Ich denke mal, dass das so jetzt sein soll. Kurs? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Ja, bitte dahin. Ich probiere das jetzt einfach mal, sonst habe ich keine Ahnung. Aber hier sind wir ja fertig. Ich versuche das Ganze jetzt einfach logisch zu betrachten. Ja. Ja. Sind wir schon da? Da müssen wir mal bei passender Gelegenheit den kleinen Jafar mitnehmen. Damit das sein... Ach, wie hieß das besondere Teil, was er da braucht? Oder haben möchte? Nee. Hi Bones. Ich habe deinem Geist etwas vom weißen Schal erzählt. Ich habe deinem Geist etwas vom weißen Schal erzählt. Nein, das kann nicht sein. Doch. Und es hat geklappt, genau wie du gesagt hast. Dein anderes Ich ist aus dem Reich der Toten zu dir zurückgekehrt. Aber das heißt ja... Das heißt, dass du wieder normal bist. Naja, fast. Ja, ich spüre es. Du hast recht. Heil dem großen Kagunga und seinen Schergen. Ich bin frei. Heil dem was? Schön, dann können wir ja wieder an die Arbeit. Was? Heil dem was? Was denn? Noch nie etwas vom großen Kagunga gehört? Das ist ein Kindermärchen. Der Herr der tausend Höhlen. Mein Vater hat mir immer von ihm erzählt. Er ist ein gelber, großer... Schluss damit. Ich will das gar nicht wissen. Die Geschichte vom Görger hat mir schon gereicht. Danke. Wie du willst. Ich danke dir, mein Captain. Du hast mir mein Leben zurückgegeben. Ich schulde dir was. Ich bin nun am Ziel meiner Reise. Ich werde dir folgen und dich unterstützen, bis du deins erreicht hast. Tja, ich fürchte, das dauert noch ein bisschen. Super. Perfekt. Gut, dann haben wir das auch schon. Sehr, sehr toll. Was fehlt denn jetzt noch? Deal mit Harlock. Genau, das können wir auch machen. Zumindest mal da, dorthin segeln. Der ist jetzt wo? Auf dem Schiff. Achso, ich bin ein Trottel. Der ist hier unter Deck. Hoppala. Ich habe auf den jetzt wohl vergessen. Ja, hallo? Wo bist du denn? Ah, da steht er. Hallo. Ich habe Stahlbarts verlorene Tagebuchseiten. Genau. Ich habe Stahlbarts verlorene Tagebuchseiten. Na, das klingt doch schon viel besser. Ich konnte allerdings nur drei Hinweise finden. Eine Tagebuchseite fehlt. Tatsächlich? Ich weiß nichts von einem vierten Hinweis. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Also, ich habe meinen Teil erfüllt. Was ist mit dir? Dann her mit dem Tagebuch, sonst gehst du über die Planke. Alter, was ist mit dir? Also, ich habe meinen Teil erfüllt. Was ist mit dir? Ich habe den Weg zur Schatzinsel noch im Kopf. Ich zeige euch den Weg und auf der Überfahrt werde ich mir die Hinweise einmal ansehen. Wenn wir angekommen sind, bin ich wieder ein freier Mann. Einverstanden. Naja, vielleicht willst du ja bei uns mitmachen. Das wäre auch schön. Hätten wir noch ein Crewmitglied mehr. Also, ich würde mich freuen. So, na, Hopkins? Bei dir noch alles okay? Alles im Lot, Sir. Keine besonderen Vorkommnisse. Gut. Und wie stehen unsere Chancen? Unverändert. Immer noch völlig aussichtslos, Sir. Sehr gut. Weitermachen. Aye, aye, Captain. Das ist so schön. Ah, herrlich. Aber ich würde mir echt wünschen, dass der, weißt du, so täglich eine Portion zum Essen hat, wie man es bei Goffic hatte. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich nicht möglich oder so. Schade, irgendwie. Dann würde ich sagen, wir segeln noch dorthin, oder? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Mhm.
Die Schatzinsel. Die Insel liegt weit abgelegen vom normalen Schiffrouten und ist nur in sehr wenigen Seekarten verzeichnet. Dann würde ich sagen, wir gehen dahin. Jo! Long John. 10 Punkte. Lol. Das ist doch Long John Silver, ne? Die Schatzinsel, ne? Wer diese Geschichte kennt. Mhm. Boah, ich habe die Serie gesehen damals. Das war so ein Zeichentrick. Boah, ey, die war auch ein bisschen heftig schon. Aber ich habe alle Folgen gesehen. Oh ja. Da spürt man halt die volle Härte eines Piratenlebens. Mhm. So, da sind wir jetzt, hm? Ich würde sagen... Da sind wir endlich. Ja? Das ist das Abenteuer, von dem ich immer geträumt habe. Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht. Wenn der Schatz noch hier ist, dann werde ich schon finden, was ich will. Und was genau soll das sein? Ich meine, wir machen diesen ganzen Aufwand doch nicht etwa wegen einer Handvoll Gold, oder? Das Gold kannst du behalten. Ich bin auf der Suche nach einigen Erinnerungsstücken meiner Familie. Insbesondere meiner Mutter. Okay. Was denn? Noch ein Stahlbad? Ha, boah, so erzähl mir mehr von deiner Mutter. Oh, ja, jetzt überziehen wir ein bisschen den Part. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So? Erzähl mir mehr über deine Mutter. Sie war eine Schönheit. Mein Vater hatte sie vor langer Zeit auf dem Festland bei einem Hafenfest kennengelernt. Aber auf seine Kaperfahrten hat er sie nie mitgenommen. Die meisten Seeräuber glauben, dass Frauen an Bord Pech bringen. Tja, Mara und so, ne? Schau uns mal an. Boah, na. Ach, deshalb habe ich diese ganzen Probleme. Und was ist aus ihr geworden? Was, soll man echt so frech sein? Ich traue mich nicht. Geklatscht uns noch eine, wirst du sehen. Ach, deshalb habe ich diese ganzen Probleme. Sehr witzig. Wirklich. Konzentrieren wir uns lieber auf den Schatz. Los jetzt. Ah, schade. Wegen der Mutter hätte ich noch gern. Naja, also dann. Komm mal mit, hoppala. Das wollte ich noch machen. Komm mit. Gut. Ja, natürlich geht Patty mit bei dem ganzen, bei der Geschichte hier. Und noch ganz, ganz fix mit dem Eldrick gequatscht. Wobei Jafar hätte vielleicht dort sein besonderes Dingens gefunden. Was ist mit dieser Insel? Gargoyles und so, ne? Was ist mit dieser Insel? Meinst du die Gargoyles? Nein, das glaube ich nicht. Bisher wusste ja nicht einmal ich, dass es diese Schatzinsel hier überhaupt gibt. Warum sollten es die Gargoyles wissen? Ja, das ergibt Sinn, denke ich. Nicht wirklich. Aber ist ja wurscht. Okay, wir belassen das mal für heute und für diese Aufnahmesession. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Es ist traurig, wie die Zeit vergeht. Aber im nächsten Part schauen wir uns mal die Schatzinsel hier ein bisschen an. Und ja, versuchen Stahlbarts Schatz zu finden und vielleicht die eine oder andere hübsche Erinnerung an Pattys Familie. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Sorry für die Überlänge, aber das bisschen musste jetzt noch schnell sein. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!